Endlich geht es wieder los mit dem Spiel der Schweizer Fußballnationalmannschaft. In diesem WM-Jahr 22 freuen wir uns auf die ersten beiden Testspiele gegen England und gegen den Kosovo. Gerade Kosovo ist sicher speziell, weil dort ganz viele Spieler mit Schweizer Vergangenheit drin sind. Das ist ja, eine Schweiz gefärbte Mannschaft. Vielleicht hat es dort auch das eine oder andere Talent drin, wo vielleicht die Schweizer gehofft hat, dass es für die Schweiz spielt. Haben sich auch anders entschieden. Das gibt es. Auf jeden Fall zwei tolle Testspiele, die die Schweiz hier vor der Brust hat. Gegen England im Wembley und im letzten Grund gegen den Kosovo. Das Aufgebot der Schweizer ist gut ausgewogen. Was man sagen ist, vielleicht im Sturm hat man ein bisschen Probleme, weil der Haris Seferovic ist verletzt, kann nicht spielen. Der Breel Embolo ist fit, schießt aber momentan nicht so viel Goal. Und die beiden Jungspunden, Zekiri und Okafor, haben beide ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Der Zekiri hat Coronavirus eingefangen und hat durch das ein paar Spiele verpasst und ist erst jetzt wieder so mit Teilinsätzen wieder zurückgekommen. Der Okafor hat eine Wadenverletzung gehabt, wo ihn zurückgeworfen hat und ist auch jetzt wieder so das erste Mal mit Teilinsätzen wieder zurückgekommen. Wer aber immer performt, muss man sagen, ist Gavranovic in der Türkei, wo dort immer Goal schießt und auch immer viele Spielminuten hat. Auch sicher ein Kandidat für den Murad Yakin, der auch in diesem Spiel zum Einsatz kommen kann. Sicher gut ist, dass der Granit Xhaka als Captain wieder zurück ist, dass er sich einerseits von seiner Verletzung im Herbst gut erholt hat und auf der anderen Seite auch wieder im Verein bei Arsenal sehr gute Leistungen zeigt. Arsenal hat momentan einen extrem guten Lauf, gewinnt sehr viele Spiele in der Premier League und wer immer dabei ist, ist der Granit Xhaka. Das wird auch der Schweizer Nationalmannschaft helfen. Obwohl man ja im Herbst eigentlich immer ohne ihn nicht auskommen musste, hat man die Leistung gebracht und mit dem Granit Xhaka wird die Schweizer Nazi noch stärker. Neben den 25 aufgebotenen Spielern gibt es immer noch eine Liste von Spielern, die auf Abruf sind, sogenannt auf Pike. Früher waren da irgendwie bis 2-3 Spieler drauf gewesen, mittlerweile ist die Liste recht lang. Und auf dieser Liste hat es doch auch interessante Spieler, auch gerade für einen Angriff, wie zum Beispiel halt Michi Frey, der einfach weiterhin in Belgien sehr viel Goal schießt und dort performt. Aber auch der Quadradua, der doch in der Super League auch immer wieder zu seinem Goal kommt. Von dem her auch dort vielleicht noch Spieler drin sind, die, wenn jemand ausfällt, könnten nachnominiert werden. Eine weitere gute Nachricht rund um die Schweizer Nationalmannschaft hat uns diese Woche erreicht, nämlich die Verlängerung vom Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami. Seine Stelle ist im 19 geschaffen worden und hat doch für Stabilität gesorgt rund um die Nationalmannschaft. Weil es ist super wichtig, dass auch der Nationaltrainer, der sehr viel Macht und Einfluss hat, auch einen Sparringpartner hat, nämlich eben den Nationalmannschaftsdirektor, der mit ihm auf Augenhöhe kann reden kann, dass man hier auch die Kompetenzen versucht zu erweitern und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, ist sicher gut und hilft dem SFV und hilft dem Produkt Nationalmannschaft und von dem her auch das ist sehr gut.